begib dich auf eine bewegende Reise. Eine Reise an geheimnisvolle Orte in Südfrankreich, an die Kraftorte der Maria Magdalena. Eine Reise zu dir. Die Pilgerreise mit Nahischi beginnt in Saint-Marie de la Mer, einem Ort der tiefen Erinnerung. An dem Maria Magdalena das Land Frankreich zum ersten Mal betrat. An diesem Ort führt dich Nahischi an einen Platz, den Maria Magdalena dafür bestimmt hat, eine Energie an die Menschen zu übermitteln. Die Energie der umfassenden Hingabe. An diesem Ort, an dem Maria Magdalena bei Sonnenaufgang ankam und sich für eine kurze Zeit mit ihrer Tochter und ihrer Begleitung niederließ, wird Nahischi dich in eine tiefe Meditation hineinführen, in der du die Weisungen, die sie von Maria Magdalena erhält, in deinem Herzen empfangen kannst. Nahischi wird an allen Orten ganz mit dir in den Raum der Präsenz der Maria Magdalena eintreten. So dass du sie selbst in dir fühlen kannst. Bei einer Meditation in der zentral gelegenen Kirche kannst du das Empfangene in der Stille nachwirken lassen. Und ganz in dich aufnehmen. Die nächste Station der Reise führt Nahischi und dich zum Massif de la Saint-Baume. An diesem Ort lebte Maria Magdalena für einige Jahre im Rückzug und gab sich einem höheren Transformationsprozess hin, der sie für ihre weitere Mission hier auf der Erde vorbereitete. Auf einem Plateau des Massivs im Jahr 2019 erschien Maria Magdalena Nahischi und eröffnete ihr eine höhere Dimension. Dabei wurde Nahischi von einer außergewöhnlichen Intensität erfasst, wodurch sich in ihr eine tiefgreifende Wandlung vollzog. Seit diesem Erlebnis pilgert Nahischi regelmäßig an diese Stelle und gibt Segnungen an die Menschen weiter. Sie führt dich in den Raum dieser göttlichen Präsenz, den einst Maria Magdalena für sie öffnete. Im Beschreiten der Wege öffnet sich ein Raum in dir, in dem die fühlbare Energie dieses Kraftortes und Nahischis liebevolle Präsenz deinen Körper durchströmen, reinigen und klären. Die Treppe ist den 7 Chakren zugeordnet und führt zur Höhle der Maria Magdalena, in der sich jetzt eine Kapelle befindet. Der dritte Ort der Pilgerreise mit Nahischi führt euch zu einem heiligen Platz, an dem Maria Magdalena ihrer Tochter Sarah im jugendlichen Alter den Raum für ihr eigenes Wirken eröffnete. Es ist ein Ort zahlreicher Zeremonien, an dem ihre beiden Energien deutlich fühlbar sind. Hier wirst du in eine andere Welt versetzt, die dich fühlbar in eine tiefere Erinnerung an das Göttliche führt.
Nahisci wird dich an kraftvolle Energieplätze und Portale leiten, an denen du die magische Energie, die hier spürbar ist, in dich aufnehmen kannst. Inmitten dieses verwunschenen Waldes treffen Energien unterschiedlicher Planeten zusammen, wodurch du verschiedene Dimensionen begehst. Die Energien hier sind besonders feinsinnig und hochschwingend. Sie vibrieren im ganzen Körper, wirken sich nährend und belebend aus. Le Château, ein Ort von besonderer Magie. Hier wirkte Maria Magdalena einst für die Menschen und verkündete ihnen die Lehre der Hingabe. Sie erinnerte die Menschen an diese Kraft, die jeder von uns in sich trägt. In der Kapelle wird Nahisci die Erinnerung an die Essenz dieser Hingabe durch eine Berührung in dir wecken. Ein besonderer Teil der Reise mit Nahisci ist auch das gemeinsame Sein. Der gemeinsame Austausch, das gemeinsame Fühlen, das ihr miteinander erlebt. Den Abschluss der Pilgerreise bildet der Besuch eines geheim gelegenen, tief verborgenen Energieortes, an dem Maria Magdalena auserwählte Schüler und Schülerinnen in das göttliche Wissen initiierte. Sie bereitete die auserwählten Menschen vor, führte sie durch Reinigungsprozesse und verhalf ihnen zur Klärung, damit das Göttliche in sie eindringen kann, um anschließend die Initiation der Hingabe zu manifestieren. In diesen drei Initiationshöhlen, von denen jede eine unterschiedliche Qualität im Menschen anspricht, wird Nahisci mit dir in das Innere deiner Seele eintauchen und die Initiationen, die durch Maria Magdalena an sie übertragen wurden, an dich weitergeben. Für die transformierende Arbeit an all diesen Orten wurde Nahisci von Maria Magdalena hierher nach Südfrankreich gerufen. Ihr Wirken eröffnet dir den Weg zum unmittelbaren Erleben mit deinem wahren Selbst. Auf dieser Pilgerreise kannst du dich in deinem Entwicklungsprozess erleben. In der Bewegung werden deine Gedanken in den Hintergrund treten, sodass du dir selbst näher kommen kannst und die Themen aufsteigen, die transformiert werden möchten. Nahisci wird dich durch diesen Transformationsprozess begleiten und dich lehren, die individuellen Werkzeuge, die du mit in deinen Alltag nimmst, selbst für dich anzuwenden. Auf dieser Reise für deine Seelenentwicklung wirst du fühlen können, was sich in dir befreien und Heilung erfahren will. Das Wesentliche kann sich zeigen, sodass sich dir die Spur deines Herzens offenbart. Nahisci wird einen Teil des Weges mit dir gehen.